McMahon SDP bietet die Möglichkeit, dass die Verwaltung anhand von verschiedenen Berechtigungen vorgenommen werden kann. Und wie diese Berechtigungen aussehen, das zeigen wir Ihnen gerne in einer Live-Demo. Hierzu habe ich bereits schon ein Beispielsunternehmen in McMahon SDP als Organisation geöffnet. Sie sehen hier unter Benutzer sämtliche Benutzer, die bereits schon angelegt wurden oder auch durch Synchronisationen wie Azure Active Directory ausgelesen wurden. Neben dem Benutzernamen und der E-Mail-Adresse sehen Sie weitere Informationen, wie unter anderem auch die Rollen. Hier können Sie sehen, dass ein Benutzer eine oder mehrere Rollen besitzen kann. Um die Rollen zu verwalten für den jeweiligen Benutzer, klicken Sie einfach mit einem einfachen Klick auf den Benutzer und hier können Sie dann die jeweilige Rolle hinzufügen. Sie können, wie gesagt, aber auch mehrere Rollen auswählen. Die niedrigste Rolle ist die des Benutzers. Der Benutzer hat die Möglichkeit, dass er sich an dem Controller von McMahon SDP anmelden kann, um beispielsweise den Download des aktuellsten Agent vorzunehmen. Diesen kann er dann später für die Installation oder für Updates verwenden. Der Auditor sieht sämtliche Einstellungen, welche in McMahon SDP zu finden sind. Somit kann beispielsweise ein Betriebsratsmitglied jederzeit einsehen, wie die Konfigurationen in McMahon SDP getätigt wurden. Der Helpdesk-User sieht ebenfalls die Einstellungen, kann aber nur ändernd bzw. hinzufügend Benutzer anlegen bzw. auch verwalten. Das gleiche gilt auch für Endgeräte. Somit kann der Helpdesk-User den Anwendern jederzeit helfen, um beispielsweise neue Einladungen zu versenden, Passwörter zurückzusetzen oder auch Einstellungen zu überprüfen. Administratoren haben die Möglichkeit, weitere Maßnahmen zu tätigen, wie beispielsweise auch das Anlegen von Ressourcen, Richtlinien und Bedingungen. Der Systemadministrator sieht nicht nur alle Einstellungen, sondern kann auch alle Einstellungen ändern, welche geändert werden können. Zusätzlich zum Administrator kann er nämlich auch Verbindungen anlegen und verwalten. Das heißt, die McMahon SDP Gateways können durch den Systemadministrator verwaltet werden. Nachdem Sie die jeweiligen Rollen ausgewählt haben, sehen Sie diese hier dann auch entsprechend in der Ansicht und Sie können auch im Nachhinein die ein oder andere Rolle wieder dem Benutzer entnehmen. Nicht nur auf Benutzerebene können Sie die Rollen verwalten, sondern auch auf Gruppenebene, sodass beispielsweise der Betriebsrat das Recht des Auditors bekommt. Möchten Sie die jeweiligen Rollenberechtigungen nochmal im Detail einsehen, so können Sie auf Einstellungen, Berechtigungsübersicht gehen und sehen hier dann, welche Rollen, welche Berechtigungen bearbeitend, lesend oder ausgeblendet bekommen. Sollten Sie weitere Fragen zu McMahon SDP haben, hilft Ihnen gerne das Team der McMahon Secure GmbH jederzeit weiter.